Dass ich mich verheirate, soll kein Grund sein, dass ich nichts werde. Das schreibt Paula Modersohn-Becker kurz vor ihrer Heirat. Für die junge Frau steht fest, dass sie trotz Eheschließung weitermalen wird. Eine sehr emanzipierte Entscheidung. Die Initiative Frauenorte Niedersachsen stellt besondere Frauenpersönlichkeiten in den Fokus. Paula Modersohn-Becker wird als besonders willensstarke und mutige Frau geehrt. Lebzeiten wurde sie kaum anerkannt. Unbeirrt malt sie ihre Bilder weiter. Heute, über 100 Jahre später, ist sie eine international anerkannte Künstlerin. Das Projekt beschreibt ihren inneren Kampf als Frau und Künstlerin. Aber wo stehen wir eigentlich mit der Gleichberechtigung heute? Zahlreiche Orte in Worpswede erinnern heute noch an Paula Modersohn-Becker. Gehen Sie auf Spurensuche dieser bedeutenden Künstlerin. Und kommen Sie uns besuchen im Künstlerort Worpswede. Wir freuen uns auf Sie.